Herzlich willkommen zum hr-Sommer-Interview. Heute mit der Vorsitzenden der linken Fraktion im Hessischen Landtag, Janine Wissler. Hallo. Hallo. Wir sind hier in Frankfurt im Willy-Pramel-Theater in den Naxos-Hallen. Sie haben den Ort ausgesucht oder vorgeschlagen. Warum? Was gefällt Ihnen hier so? Ja, zum einen finde ich es ein sehr schönes Theater und zum anderen habe ich natürlich den Ort auch ausgesucht, weil wir natürlich auch über die Menschen reden müssen, die durch die Corona-Krise immer noch besonders betroffen sind, die große Einkommensausfälle haben, die immer noch nicht wieder arbeiten können. Und da sind natürlich die Kulturschaffenden, die Theater, die Konzertveranstalter, sind natürlich eine ganz wichtige Gruppe von Menschen, die unter dieser Corona-Krise besonders leiden. Und ich finde, gerade wenn man die kulturelle Vielfalt in Frankfurt und in Hessen erhalten will und die vielen kleinen Theater, die freie Szene erhalten will, dann braucht es hier Unterstützung und Hilfe, damit die Menschen eben auch nach dieser Krise weiter ihre wichtige Arbeit machen können. Ja, die Corona-Krise ist sicher ein Thema, was eigentlich jeden von uns betrifft. Und deshalb werden wir da später auch noch drüber reden. Aber in diesen Tagen kann man kaum mit Ihnen sprechen, ohne über die Drohmails zu reden, die Sie und andere Frauen bekommen haben. Unterschrieben mit NSU 2.0. NSU ist eine rechtsextreme Terrorgruppe, die Menschen umgebracht hat. Und was die Sache besonders brisant macht, ihre Daten wurden vorher von hessischen Polizeicomputern ausgelesen und mutmaßlich dazu missbraucht, um diese Schreiben zu verfassen. Wenn Sie jetzt auf der Straße oder vor dem Landtag Polizisten sehen, wie geht es Ihnen dann? Ist es für Sie der Freund und Helfer oder ist es so mehr eine latente Bedrohung? Was für Gefühle haben Sie da? Natürlich ist es so, dass rechte Strukturen in der Gesellschaft besorgniserregend und beängstigend sind. Aber natürlich hat das nochmal eine neue Qualität, wenn man weiß, dass diese rechte Strukturen reinreichen in staatliche Institutionen, in Sicherheitsbehörden, weil natürlich klar ist, dass Polizeibeamte Zugang haben zu Waffen, Zugang haben zu sensiblen Daten. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass das aufgeklärt wird, was hier gerade passiert ist. Also, dass eben es rechte Bedrohungen gibt und die Spur reinreicht eben bis rein in die Polizei und dort offensichtlich ja Daten abgefragt wurden. Innenminister Beuth und Ministerpräsident Bouffier haben sich im Landtag nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich neben Sie gestellt und damit Solidarität zeigen wollen, demonstrativ an Ihre Seite gestellt. Wie ging es Ihnen damit? Ja, also ich meine, grundsätzlich habe ich mich natürlich gefreut über die breite Solidarität, die ich in den letzten Wochen und im letzten Monat generell bekommen habe. Und das sind ja viele Solidaritätsschreiben gewesen von Gewerkschaften, aus verschiedenen politischen Parteien, von zivilgesellschaftlichen Bündnissen. Und natürlich ist es gut, wenn es eine breite Solidarität gibt. Ich meine, natürlich ist der Innenminister und der Ministerpräsident sind natürlich jetzt gefordert, hier aufzuklären. Und ich denke, dass die Tendenz immer noch ist, dass man in den letzten Jahren immer versucht hat, rechte Vorkommnisse als Einzelfälle auch zu verharmlosen, dass man sich geweigert hat, die Strukturen dahinter anzuerkennen. Und ich will an der Stelle noch mal deutlich sagen, es geht ja hier nicht um mich als Person, sondern es ist eine Tendenz, die wir haben, die in den letzten Jahren es immer mehr rechte Gewalttaten gegeben hat. Vor einem halben Jahr sind 9 Menschen in Hanau ermordet worden, die abends friedlich in einer Shisha-Bar saßen. Und sie sind ermordet worden, weil der Täter ein Rassist war und die Menschen nicht in sein Weltbild gepasst haben. Wir haben den Mord an Walter Lübcke erlebt, die Schüsse in Wächtersbach. Also wir haben einen Nährboden, einen rechten Nährboden, Rassismus, der um sich greift und der eben auch in solche Gewalttaten oder Bedrohungen dann mündet. Und deswegen finde ich es eine Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten, dieser rechten Bedrohung den Kampf anzusagen. Und das beginnt eben auch, dass man Rassismus und auch institutionellem Rassismus widerspricht und den klar benennt. Sie haben ja jahrelang Innenminister Beuth und dessen Vorgänger, Ministerpräsident Bouffier, der auch Innenminister war, vorgeworfen, Sie hätten diese rechte Gefahr unterschätzt. Jetzt haben Sie selbst eben gesagt, jetzt hat es mit Walter Lübcke, auch einen Parteifreund der beiden, getroffen. Haben Sie das Gefühl, dass die Regierung das jetzt ernster nimmt als in den Jahren zuvor? Also mein Eindruck ist nach wie vor, dass ohne öffentlichen Druck immer noch viel zu wenig passiert. Also wir haben nach wie vor die Situation, eben, dass wir rechte Strukturen haben, dass wir rechte Strukturen haben, die bis in die Sicherheitsbehörden reinreichen. Und mein Eindruck ist, statt hier wirklich für Offenheit und Transparenz zu sorgen, ist mein Eindruck schon, dass der Innenminister eigentlich das zugibt, was durch Journalisten
und eine kritische Öffentlichkeit bereits bekannt geworden ist. Und ich finde, man hat aus der Mordserie des NSU viel zu wenig Lehren gezogen. Und vor allem auch nicht die richtigen Lehren gezogen, weil die Mordserie des NSU hat ja gezeigt, wie groß die Gefahr von rechts ist und dass die sogenannten Sicherheitsbehörden, also sowas wie das Landesamt für Verfassungsschutz, eher Teil des Problems als Teil der Lösung ist. Und das merken wir ja jetzt auch in dem Prozess gegen Stefan Ernst, der geführt wird, dass Stefan Ernst eben ein über Jahre hinweg bekannter Neonazi war, der militant war, der gewaltbereit war, aber den man entweder nicht mehr auf dem Schirm hatte oder man hat ihn auf dem Schirm gehabt und gewähren lassen. Das wird ja auch der Untersuchungsausschuss jetzt herausfinden müssen. Aber machen wir mal das Gedankenspiel, Silvia, Innenministerin, was würden Sie denn tun? Was müsste denn jetzt geschehen? Also was geschehen muss, ist zum einen auf der Ebene der rechten Netzwerke, dass wir rechte Netzwerke als solche erkennen, dass Neonazis entwaffnet werden, dass wir dafür sorgen, dass ja, wir haben ja jede Menge unvollstreckte Haftbefehle beispielsweise gegen gesuchte Neonazis. Wir haben nach wie vor Neonazis, die legal Waffen besitzen. Hier muss auf jeden Fall angesetzt werden. Wir müssen innerhalb der staatlichen Institutionen gegen rechte Netzwerke und rechte Strukturen vorgehen. Und dazu gehört eben vor allem, das nicht immer wieder zu leugnen, sondern zu sehen, wir haben ein Problem mit institutionellem Rassismus. Aber, und auch das finde ich ganz wichtig, wir müssen auch über die gesellschaftliche Ebene sprechen. Es gibt einen Nährboden für diese Taten. Und dieser Nährboden ist ein um sich greifender Rassismus. Und den zu bekämpfen, das halte ich auch für eine ganz entscheidende Aufgabe, die gesamte Gesellschaft hat, aber die man eben auch politisch diesen Kampf führen muss. Und die hessische Polizei, also die Linke hat ja kein ganz spannungsfreies Verhältnis zur Polizei. Sie sind ja auch auf Demos gewesen, wo die Polizei durchaus Gegner war von Ihnen. Aber würden Sie so weit gehen zu sagen, man muss diese Institution in Hessen komplett auf den Kopf stellen, so wie in Amerika, defund the police, also die Polizei ganz neu aufstellen oder ihre Ressourcen wegnehmen? Was wäre da Ihre Forderung? Also ich denke, wir müssen wirklich strukturell was ändern bei der Polizei auf jeden Fall, weil es ist ja schon die Frage, wie kann das sein, dass es in einem Frankfurter Polizeirevier eine rechte Chatgruppe gibt, zu der mehrere Polizistinnen und Polizisten gehören und es offensichtlich über Jahre hinweg Vorgesetzten nicht auffällt, Kollegen nicht auffällt oder aber es ist ihnen aufgefallen und das wurde einfach geschwiegen. Und deswegen finde ich, müssen wir über die Strukturen bei der Polizei reden, dass es teilweise einen viel zu starken Chorgeist gibt, dass es keine Fehlerkultur gibt, dass es keine unabhängigen Beschwerdestellen gibt. Und das sehen wir ja gerade jetzt. Das Problem ist doch, dass hier Polizisten gegen Polizisten ermitteln. Und wir brauchen unabhängige Stellen, damit solche Ermittlungen eben auch unabhängig geführt werden können, damit polizeiliches Fehlverhalten auch aufgeklärt werden können. Dinge wie Racial Profiling, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe, mit dunkler Haarfarbe öfter in Polizeikontrollen kommen. Ja, die haben ja gar keine Möglichkeit, sich darüber zu beschweren, weil sie sich am Ende immer nur bei Polizisten über Polizeiarbeit dann beschweren können oder da Anzeige erstatten können. Deswegen brauchen wir diese Strukturen. Und ja, wir brauchen auch eine Neuausrichtung und Neustrukturierung der Polizei, dass eben es eine Fehlerkultur gibt und dass Polizistinnen auch angehalten werden, über solche Probleme und über solches Fehlverhalten zu sprechen, ohne dass ihnen dann Vorwürfe gemacht werden. Falls Sie sich wundern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, über das Gewusche hier, ab und zu fliegt eine Taube von oben nach unten, die baut offenbar ein Nest und ja. Soll uns aber nicht weiter stören, hört man nur manchmal. Wir wollten auch über Corona reden. Jetzt sind wir eine Woche vor der Öffnung der Schulen und überall im Lande, auch in Hessen, wird darüber diskutiert, wie das vonstatten gehen soll. Da gibt es zum einen die Eltern und die Kinder, sogar die Kinder, die sich in einer gewissen Normalität sehen und gerne wieder in die Schule gehen möchten. Auf der anderen Seite gibt es die Angst der Lehrer und auch Eltern vor Infektionen. Wie sehen Sie das? Was würde die Linke am liebsten tun in Sachen Schulen? Also richtig ist natürlich, dass die Kinder jetzt wieder zur Schule gehen, weil es war eine ganz, ganz schwierige Zeit für Eltern, die neben Berufstätigkeit Homeschooling organisieren mussten, teilweise noch in Heimarbeit. Es war wirklich eine sehr belastende Zeit für viele Familien. Und deswegen ist es richtig, dass die Schulen wieder öffnen. Und das oberste Ziel muss auch sein, dass die Schulen nicht wieder geschlossen werden müssen. Weil man natürlich auch sehen muss, dass das ja auch mit den Bildungsmöglichkeiten von Kindern etwas macht, dass natürlich auch Kinder abgehängt werden, wenn sie über Wochen und Monate keinen Schulunterricht haben. Ich denke, das Entscheidende ist zum einen, dass wir ausreichend Testkapazitäten brauchen. Und zwar nicht nur für die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch für die Kinder und für die Eltern. Wir brauchen möglichst kleine Tests befürworten oder was sind ausreichende Kapazitäten?
Ja, also dass zumindest es die Möglichkeit gibt, wann immer es auch wenn es auch verdachtsunabhängig den Eltern und den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, sich eben regelmäßig testen zu lassen. Ich finde generell, dass viel mehr getestet werden sollte in Deutschland, um eben wirklich die Infektionszahlen auch in den Griff zu kriegen. Für die Lehrkräfte hat man das ja jetzt gemacht, aber ich finde, das sollte auch ausgeweitet werden auf die Eltern und auf die Kinder. Wir brauchen, finde ich, eine Form von Stufenplan. Also ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wir in Hessen sehr stark die Landesregierung die Verantwortung an die Schulen delegiert und sagt, ihr habt Hygienekonzepte, ihr entscheidet darüber, ob Masken getragen werden oder nicht. Also da muss man schon aufpassen, dass man die Verantwortung nicht einfach an die Schulen abschiebt, sondern einen Stufenplan hat, also die Schulen jetzt wieder zu öffnen, aber gleichzeitig auch zu wissen, was macht man, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen. Und natürlich müssen wir auch darüber reden, aber das ist ein altes Thema, weil viele Themen kommen ja jetzt durch Corona noch mal hoch, die eigentlich seit vielen Jahren schon als Problem bekannt sind. Natürlich geht es um die Frage baulicher Zustand an vielen Schulen. Gibt es in den Klassenräumen überhaupt Waschbecken? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, Hygienekonzepte umzusetzen? Oder sind die Schulen teilweise auch viel zu beengt? Also an der Stelle muss man sicher auch mittelfristig was machen. Also dass es eben auch möglich ist, kleinere Klassen zu haben und die baulichen Voraussetzungen zu haben. Aber jetzt für den Start nach den Ferien finde ich ausreichend Testkapazität und eben wirklich einen Stufenplan, was machen wir, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen. Sind Sie dafür, dass die Schüler in der Schule oder gar im Unterricht Masken tragen? Ja, es gibt ja verschiedene Modelle. Jetzt macht ja jedes Bundesland ein bisschen anders. Grundsätzlich finde ich, muss man schon deutlich machen, die Pandemie ist nicht vorbei. Und es gibt ja Bundesländer, die so eine Regelung getroffen haben, dass im Unterricht selber die Masken nicht getragen werden. Aber in den Pausen, ich glaube, das ist eine Regelung, die man auch in Hessen machen könnte. Aber das müssen natürlich auch Virologen und die entsprechenden Expertinnen und Experten beurteilen. Also Masken in den Pausen auf den Gängen, aber nicht während des Unterrichts. Ja, ich glaube, dass eben das Maskentragen natürlich einfach die Funktion auch hat, jeden zu jeder Zeit daran zu erinnern, dass es die Gefahr noch gibt und dass es eben notwendig ist, Abstand einzuhalten. Da glaube ich, ist das Maskentragen ganz hilfreich. Lassen Sie uns noch über Ihre persönliche Zukunft reden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Sie eine mögliche Kandidatin sind, um Parteichefin der Linken im Bund zu werden. Noch ist das nicht entschieden, aber wir haben jetzt die Gelegenheit, Sie zu fragen. Machen Sie das? Gehen Sie zur Wahl. Der Parteitag ist ja noch ein Weilchen hin, also noch ist nichts entschieden. Wir haben zwei Parteivorsitzende, die haben ja angekündigt, dass sie demnächst auch erklären werden, was sie vorhaben. Und danach denke ich drüber nach. Hätten Sie denn Lust dazu, jetzt mal unabhängig davon, ob die zwei anderen den Weg freimachen? Also ich sag mal so, ich finde, man sollte sich natürlich auch fragen, auf was hat man Lust. Aber natürlich ist für mich auch immer die Frage, was ist sinnvoll und wo kann ich gute politische Arbeit leisten. Und da muss ich sagen, dass ich auch sehr gerne Landtagsabgeordnete bin, dass ich sehr gerne in Hessen aktiv bin. Und mein Eindruck ist, hier gibt es ja auch einiges zu tun. Also von daher werde ich das entscheiden. Ich bin ja stellvertretende Parteivorsitzende jetzt schon. Also das heißt, ich bin ja auf der Bundesebene auch durchaus aktiv. Naja, es macht ja schon einen kleinen Unterschied. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, die Mehrheiten könnten sich ändern. Sie könnten ja vielleicht versuchen, ein rot-rot-grünes Bündnis zu schmieden. Oder käme das für Sie gar nicht in Frage? Das entscheiden am Ende immer die Inhalte. Wie Sie wissen, haben wir ja auch in Hessen zweimal versucht, ein rot-rot-grünes Bündnis zu schmieden. Das ist am Ende gescheitert, nicht an der Linken. Aber am Ende geht es um die Inhalte. Was wir wollen, ist mehr soziale Gerechtigkeit durchsetzen. Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen endlich wirksamen Klimaschutz umsetzen und eine gerechtere Teilung von Reichtum. Das wollen wir durchsetzen und natürlich auf der Bundesebene eine friedliche Außenpolitik und die Bundeswehreinsätze beenden. Da muss man am Ende schauen, ob man dafür Partner und Partner findet oder eben nicht. Aber ich finde, am Ende müssen das immer die Inhalte entscheiden, ob man eben auch in ein Regierungsbündnis geht oder nicht. Die lassen sich natürlich in der Regierung besser umsetzen als in der Opposition. Ja, das ist die Frage. Also ich weiß nicht, ob ja gerade in Hessen grüne Inhalte gut durchgesetzt werden durch Grüne in der Landesregierung. Also oft habe ich den Eindruck, dass man auch aus der Opposition heraus, wenn man wirklich Druck macht, mehr erreichen kann, als wenn man in der Regierungsbeteiligung ist mit einem Partner, der eigentlich was ganz anderes will als man selber. Da finde ich, ist Hessen gerade ein ganz gutes Beispiel. Dann lassen Sie geschickt wieder alles offen. Ja, vielen Dank, Frau Wissler, für dieses kurze Interview. Vielen Dank.